Hi, liebe Leute. Ja, ich will mich bedanken bei euch. Es gibt jetzt ein kleines Gewinnspiel. 30.000 Abonnenten. Das habe ich gerade so nebenbei gemerkt. Das freut mich natürlich total. Und ja, also es ist gerade nur Regen draußen und schlechtes Wetter und Wind und Sturm und Schnee. Deswegen habe ich mir gedacht, ich gucke mal, ob ich noch was Unveröffentlichtes habe, was ich euch in das Video packen kann. Und das habe ich ein bisschen aufgehübscht, und zwar geht es um Mulden. Das Fahrtechnik-Video mit ein paar Tipps kommt jetzt hier nach. Und ja, es gibt einen schönen Gewinn oder quasi einen Hauptgewinn und Trostpreise. Der Hauptgewinn ist eine zweimal benutzte Actioncam von Rollei 430. Ja, das ist Topmodell. Und wie gesagt, zweimal benutzt. Ich bin nicht so der Typ, der so häufig die Kamera am Helm hat oder so. Deswegen würde ich es gerne einfach verlosen. Und als Trostpreis nochmal, Sam Pilgrim hat ja ein paar meiner Bücher signiert, eins davon. Und den dritten, den ich ziehe, der kriegt einen Airsafer. Also das ist einfach nur so ein leicht anbringbarer Schutz bei Regenwetter, wenn man zur Arbeit oder so fährt mit dem normalen Bike, dass man nicht alles an den Popo kriegt von dem Regenwasser, von der Straße, genau. Und was ihr machen sollt, einfach mal hingehen, schreibt bitte mal in die Kommentare, seit wann ihr den Kanal abonniert habt. Und dann, ob ihr lieber über Facebook oder über Instagram so aktuell schaut, was so alles da ist, genau. Ja, dann freue ich mich einfach mega über diese 30.000 Abonnenten. Und vielleicht sieht man sich ja mal in einem der Kurse, vielleicht ja beim Dirt Masters Festival, wo ich auch die Kurse gebe für das Festival. Wheelie und so verlinke ich euch mal, oder bei anderen Events in Willingen, und ich wohne hier auch im Hochsauerland, also ihr könnt immer gerne vorbeikommen zu meinen Fahrtechnikkursen. Bis dann. Auf Trails im Wald warten immer wieder Mulden auf uns. Dabei laufen wir in Gefahr, die Geschwindigkeit zu verlieren, indem wir im Gegenhang komprimiert werden und somit den Fahrfluss ebenfalls verlieren. Durch eine aktive Fahrweise versuchen wir nun, dass wir in der Mulde keinen Schwung verlieren oder sogar etwas Speed generieren können. Vor der Mulde wechseln wir in die Aktivposition, gehen mit dem Körperschwerpunkt etwas tiefer. Wenn es dann in die Mulde hineingeht, drücken wir unser Bike in die Senke hinein. Da nun direkt der Gegenanstieg kommt, bewegen wir uns in einer flüssigen Bewegung nach oben, richten uns auf, damit wir nicht vom Gegenhang komprimiert werden, halten dabei viel Körperspannung. Häufige Fehler sind, dass viele Biker die Gegenanstiege aus den Armen wegschlucken oder sich zu weit nach hinten bewegen und somit in die Federung zusammensacken. Eine ideale Spielwiese, um diese aktive Fahrweise für Mulden zu trainieren, sind sogenannte Pump Tracks. Das sind kleine Strecken, die im Grunde nur aus Wellen und kleinen Anliegerkurven bestehen. Ihr werdet merken, so ein Pumptrack ist eine ganz schön anstrengende Geschichte. Doch damit können wir unsere Fahrtechnik optimal trainieren, da wir nun auf jedem Trail, jede kleine Bodenwelle, jede Mulde nutzen, um Schwung zu holen. Das